Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei 100% Minecraft. Und ja, wir sind gerade dabei, Achievements zu machen. Und ja, ihr seht es schon, es fehlen noch drei Blöcke bis zum vollen Beakinator, Bakinator, wie auch immer. Ja, der Jens hatte die unglaublich geniale Idee, Lapis zu nehmen, um das Ding hier ein bisschen hübscher zu verstecken, genau. Ups. Ups. Jetzt oh, ups, ups, was? Oh, und jetzt hier was reinstecken lassen? Genau, genau. Nee, nee, das geht schon so. Welchen updatest du? Moment. Also ich mach den Haste zu Haste 2. Aha. Hat nicht geklappt, müssen wir erst bestätigen mit einem Eiseningot. Ja. Aber eigentlich müssten doch die anderen Knöpfe jetzt auch an sein, oder? Hä? Das hat nicht geklappt. Dein Texture Pack ist wirklich schäbig. Mein Texture Pack? Ja. Ich glaube nicht so, ob die Buttons da sind oder nicht. Jetzt habe ich Haste 2. Jump Boost, Distance, Strength. So. 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 Boom. Huch. Good. Es regnet. Das ist hässlich. Warte, dann machen wir den hier auch noch raus, sonst sieht das kacke aus. So, ja. Jetzt fehlt noch ein Achievement. Genau, und zwar fehlt das Biomgedöns. Das Biomgedöns, richtig. Oh mein Gott, wir haben alles andere gemacht. Das ist unglaublich. Also, du teleportierst dich zu deinen Umfliegkoordinaten zurück. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und was mache ich jetzt? Wir beenden die Episode hier. Ja, ist doch schön. 3 Minuten, kleines Update? Nee. Ja, 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 im Prinzip, ja, kleines Update. Kannst ja die Mine ausbauen schon mal da unten, was du da vorhattest. Ja, ich wollte irgendwie da mal eine Dingens runterlegen. Eine Schienenleitung. Wie auch immer man das nennen will. Und Schienenschiene. Schienenschienen halt, genau. Und dann gucken wir mal. Oh Gott, mache ich das aber echt jetzt hier on screen? Ich weiß nicht. Nee, das soll ja nur ein kleines Update-Video sein. Ne? Also wir melden uns dann wieder. Ich weiß nicht, ob wir es dann tatsächlich in diesem Wochenrhythmus schaffen noch. Aber es kommt ja auch Terraformer Craft und dann können wir das ja irgendwie abwechselnd machen. Keine Ahnung, wir kriegen das schon hin, ne? Ja, ja, ja. Und genau, dann schauen wir mal, dass wir uns was ausdenken, dass wir irgendwie runter in die Mine fahren können und dementsprechend auch wieder volle Minenkarren nach oben mit entsprechenden. Ach, sag doch mal schnell, wie heißt's? Du weißt, was ich meine. Ressourcen, Ressourcen. Das, was man aus der Mine rausnimmt. Und weißt du was? Ich baue jetzt die Beacons wieder ab. Warum tut er das? Ja, weil ich die jetzt mit runternehme und dann Speedmining mache. Das könnte ich eigentlich tatsächlich nochmal zeigen. Das ist doch interessant. Die brauchen Sicht zum Himmel. Ja und? Hab ich doch. Baue ich irgendwo 2 breit runter. Achso. Und schon läuft das. Und ja, hier ist Fusch am Bau. Die Leute auf meinem Screen sehen es jetzt. Gold. Ja. Das gibt es nicht eigentlich auch einen Bonus, wenn du da mehr wertvolle Metalle reinmachst? Nee, eben nicht. Das habe ich ja gerade nachgeguckt.
Es hat auch, Aspekt. es, ja, es hat auch nichts mit der Range zu tun irgendwie. Es gibt überhaupt gar keine Boni. Ich dachte Okay. vielleicht, wenn man, keine Ahnung, Diamant nimmt oder so, hat es dann die doppelte Range oder so, aber es ist tatsächlich nicht so. Hatten wir schon mal Mega Tiger Hills? Ja, hatten wir schon. Ich weiß auch nicht, hast du die Liste offen, in was du alles rein musst? Nee. Weiß auch nicht, wo ich schon alles war. Mann, oh Das kann man bestimmt Mann. irgendwo auslesen. Metadata Ja, Editor. das genau, einfach mal die Player-Datei gucken. Weil da müsste ja auch stehen, ja, das Spiel muss ja irgendwie wissen, ob du schon da warst oder nicht für das Achievement, ne? Kann man eigentlich in World Edit direkt Biome suchen? Also so, du gibst ein, ich hätte gerne das und das Biom und der sucht dir das dann in deiner Welt raus. Glaube ich nicht. Du kannst es ja nur selber setzen, erstmal. Hier so ein kleines Raster an Blöcken und sagst jedem Block ein eigenes Biom. Aber ja, gut, okay. Ich kann ja wirklich jeden einzelnen Block selber setzen, ne? Ja, ich muss mal gucken, ob ich das mache. Weil ich meine, das hat ja keinen Zweck, dass wir hier stundenlang durch die Gegend hin und her düsen. Fliegen. Ja, fliegen, wie auch immer. Ah, Düsenflieger, und so. Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht schreibe ich mir auch eine Badge, die ganze Zeit W gedrückt hält. Bis ein Achievement kommt und dann aufhört. Ja, dafür, wir versuchen mal die Player-Metadaten auszulesen. Mal mit der Liste abgleichen, die man erfüllen muss. Ja, das können wir gleich mal machen. Weiß man zwar immer noch nicht, wo das Biom ist, was man noch finden muss, aber man Aber weiß man dann, weiß wonach man wenigstens, sucht. da, genau. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier zum Beispiel Mushroom Shore noch nicht hatten. Und solche Sachen halt. Nicht wirklich hilfreich, ich weiß aber trotzdem. Wahrscheinlich das seltenste Biom überhaupt. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, Potzoll ist noch. Noch, wie heißt's? Noch seltener. Paritäre. Ja, so sieht's aus. Okay. So, alle Beacons geklaut. Ha. Okay, und wo baue ich mich dann runter? Hier direkt neben dem Nita-Portal. Nachdem ich die Nicht komischen Viecher explodiert hier bist. kaputt, genau, nicht explodiert bin. Na, das gefällt mir nicht. Mit dem 1.9er Update kann man sich übrigens auch nicht mehr über den Nether glitschen. Wusstest du, dass man das kann? Wenn man irgendwie hier diese dicken Bäume da die ganze Zeit hinpflanzt, dann kann man Bedrock kaputt machen. Ja, eigentlich ganz interessant. Eigentlich doof. Wieso? Auf dem Nether kannst du super coole Goldfarben bauen. Wieso ist das doof? Ist doch super. Nein, dass man das kann, ist doof. Achso. Ja. Programmierfehler. Irgendwie ist das mit dem Beacon ein bisschen viel Arbeit für so eine kleine Belohnung. Was, das ganze Metall zu farmen, oder was meinst du? Das Farmen ja noch nicht mal, aber jetzt hier den Beacon irgendwo platzieren und dann kommst du aus der Range raus, da kannst du den ganzen Scheiß wieder mitnehmen. Das stimmt. Dann
Jetzt habe ich dieses Skiparty-Lied im Kopf. Welches Skiparty-Lied? Ja, wegen deinem Düsenflieger. Jetzt denke ich mal, ich flieg, flieg, flieg wie ein Oh Flieger. Gott, nee, bitte. Was hast du angerichtet? Jetzt habe ich das auch im Kopf. Das hast du angerichtet. Du hast gesagt, ich bin Düsenflieger und dann. Oh Gott. Okay, Moment. Wir machen das jetzt so. Dann. Dadurch kam auch die Erinnerung an das Lied, jede Zelle meines Körpers ist, ne? Ja, trächtig, Moment. Was? Just Alles klar. ignore Warum musst du den eigentlich unten platzieren? Du hättest den doch auch oben platzieren können, du. Gott. Nee, der hatte nur eine Range von 64. Ach so. Ja, damit ich hier unten halt Speed meinen kann, habe ich den hier unten platziert. Ja, wehe, du lässt dann auch irgendwelche Dirt oder diese anderen Blöcke da liegen. Ja, also alles abbauen. Die ganze Welt. Ja, logisch, logisch. Warte, ich kann schon mal anfangen hier. Zack, zack, zack. Ist dunkel. So. Sehe ich. Sehe ich genauso. So sehr spannend, was man bei mir so sieht. Ja, bei dir sieht man immerhin was Abwechslungsreiches. Bei mir ist immer nur mein. Ja, gut, nee. Also bei mir kommen ja auch immer die gleichen Biome, immer wieder. Ich gerade über Hast du schon Swampland. denn schon eine Idee, wie man das ausliest, die Metadaten? Gibt bestimmt ein Programm dafür. Jar, das ist mal Minecraft-Forum oder Goggle. Goggle fragen. Da ist schon Bedrock. Ich glaube, ich habe meinen Beacon perfekt platziert, dass ich direkt über dem Bedrock rauskomme. Aha. Ist total interessant irgendwie. Auf meinem großen PC hier 16% CPU-Auslastung. Naja, wenn ich jetzt alle Programme zusammenzähle, 50% CPU-Auslastung. Der Rendermaschine läuft nur das eine OBS, was gerade die Aufnahme macht. 100% CPU-Auslastung. Ja, weil du auf Ultra Fast gestellt hast, oder was? Ultra Fast heißt wenig CPU-Auslastung. Ach so. Wenn du das auf Placebo Ultra Fancy. stellst, dann schmilzt mir die CPU weg. Om nom nom. Ach Gott, es regnet jetzt auch noch, ey. Kannst du immer den Downfall toggeln? Aber Wettergott spielen. Nee, dann muss ich die W-Taste loslassen. Das ist keine gute Idee. Ach, wunderbar, vielen Dank. Bitte. Bin ich mal wieder über Ocean. Ich habe gerade merkwürdige Geräusche gehört. Ich glaube, hier war so ein Tempel irgendwo. Ach, wir wollten doch noch. Wir haben doch irgendwo. Ich habe das doch irgendwo aufgeschrieben. Koordinaten für Tempel, glaube ich, hier. Diese Unterwassertempel. Da könnten wir mal reingucken. Das stimmt, da war man auch noch nicht drin, das stimmt wohl. Ich habe hier zwei Koordinatentupel. Oh, dann haben wir ja auch Sponges, dann können wir ja irgendwie eine Unterwasserbasis bauen. Hättest du da Lust drauf? Erstmal den Tempel angucken, dann können wir Ja, nochmal weitersehen. logisch. Logisch. Ich frage mich gerade, waren wir schon in Deep Ocean? Ich Glaube schon, meine ne? Ich habe ja. dich da Genau, gerade hin du teleportiert. rausgeflogen, genau. Sollen wir dann, wenn du dein Beacon da fertig hast, in der nächsten Folge mal, Dingens Ja, zusammen Tempel gehen? dann muss ich aber noch Dingens vorbereiten. Was sind Tränke? Respiration, genau. Und Strength und nicht umkippen so schnell. Wie heißt das? Regeneration.
Aber ich dachte, die Gänge selber werden mit Luft gefüllt im Camp. Nee, das ist alles Wasser. Genau. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und dann brauchst du halt noch sowas hier wie Aqua Affinity, damit du da überhaupt irgendwas abbauen kannst. Sonst musst du halt wirklich erst den Guardian töten. Ja, da machst du aber am besten von jedem Trank irgendwie zwei Ladungen, dass jeder irgendwie ein paar mehr Stücke hat. Ja. Und immer die verbesserten Versionen mit, Mit damit du Glossdorn. das Oder Glossdorn, möchtest du die länger halten? dass sie länger halten. Ist ja irgendwie sinnvoller. Ja, irgendwie schon. Okay. Woohoo. Jetzt muss ich nur noch wieder auf Level 11 hoch. Beziehungsweise 12. Diese Hypnostrahlen bei dir, ne? Super, oder? Wo Der sind... Beam. Du kannst nichts in den Beam platzieren, anscheinend. Doch. Für gewöhnlich kann man da Sachen hin platzieren. Ja gut, egal. Jetzt geht's halt nicht. Okay, dann lass mich mal eben so 12 und lauf auf 13 rum. Lalalala. Ist aber noch nicht das Speedmine, was ich gerne hätte. Was sind denn für Effekte? Haste 2, Speed 2. So, warte mal. Was ist denn, wenn du zwei Beacons mit Haste machst? Die stacken nicht. Alles doof. Aha. Ja, ich möchte das mal kurz demonstrieren, was Nicht ich durch den eigentlich. Hypnotunnel. Hypnotunnel. So, das packe ich mal weg. Dann hätte ich gerne Efficiency 5. Kostet den Boost auch da oben immer noch. Echt? Ja. Die Zeit läuft nicht ab bei deinen Boosts. Vielleicht, weil ich noch nah genug dran bin. So. Machen wir das mal so und dann reparieren wir das am besten auch nochmal. Wieder eine Savanne. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Elefanten so in Minecraft und Löwen. Tiger. Oh, ist ja super, dass das so viel kostet. Gut, einen Moment. Machen wir das halt so. Kannst du es nicht auch mit einer zweiten Pickaxe reparieren und dann ist es günstiger? Gute Frage, weiß ich nicht. Okay. So. Ja, dann zeig uns doch nochmal dein Power Mining und dann machen wir in der Nochmal nächsten Folge so Feierabend, ein Wasser genau. Temp. Woohoo. Eigentlich könnten wir auch noch das Fortress hier erkunden, das Dingens mit Okay, ich der bin tot. hat gut funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also hier das da wo das Portal zum Ende drin ist, das könnten wir doch auch nochmal erkunden ein bisschen. Sind da ja nur rein und haben dann so teleportiert und dann sind wir wieder raus. Das stimmt wohl. Achso. Oh, ich sehe. Ne, was ist das? Ist das. Das ist Wasser. Den Roof Forest ist das nicht. Dachte gerade schon, das wäre so eine Mushroom-Dingens, aber da waren einfach nur Pilze im Wald. Pilze im Wald, so, so. Okay, jetzt pass auf. Jetzt, Ganz schön dunkel da. das ist Speed Mining. Nur, dass da nichts drin ist.
Ja, gut, okay. Aber so findest du wesentlich schneller irgendwas. Ach, guck mal da. Genau. Und so kann man dann auch dementsprechend schnell Ressourcen farmen. Mostly Cobblestone. Ja, und hier solches Granitzeugs und Diorit und Andesit und hast du nicht gesehen. Boah, alles kein Mensch. Richtig. Also die Serverdateien müssten ja eigentlich schon ganz schön groß sein. Ich kann nachher mal nachgucken, wie groß der Ordner ist. Bin ja Hab jetzt schon jetzt. bei 30.000 fast. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Okay, warte, machen wir hier. Der Dessert. Desert Hills. Machst du jetzt ein Beacon aus Öfen? Ja, nee, ich wollte einfach nur ein bisschen Platz haben. Ist ja gesagt, ich soll alles einsammeln. Ja, keine verschwinden. Dumm. Oh, da vorne ist Eisen. Oh toll. Jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen. Richtig. Jetzt, wo wir eh einfach an Eisen rankommen. Ja, dann würde ich Okay. sagen, machen wir nächste Folge weiter. Ja, Im alles klar. Wasserkessel. Dann genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut. Haut rein.